Hi. Hi, Onkel Charlie. Wie war dein Spiel? Ah, die Softball-Liga der Musiker ist ein Witz. Schlagzeuger und Bassisten finden keinen Rhythmus. Und die Flügelstürmer wollen wissen, wo das Klavier ist. Wieso gehst du dann hin? Ich kann endlich mal spielen, so laut ich will. Ich muss mich jetzt anziehen. Den Toast wollte ich wegwerfen, aber du kannst ihn essen, wenn du willst. Seit wann bin ich das Familienschwein? Hey Jake, ist das eine Anrufnotiz? Ja, eine Frau hat für dich angerufen. Wer? Ich kann deine Schrift nicht lesen. Du bist ein selbstsüchtiges Schwein. Okay, ich weiß, wer das ist. Amy. Ich glaube es jedenfalls. Stimmt, Amy, sie will zurückgerufen werden. Ah, da kann sie lange warten. Wieso? Weil ich nie gesagt habe, ich würde sie zurückrufen. Dann pass mal auf, Jack. Versprich niemals einer Frau etwas, was du nicht halten willst. Und weißt du, wie das geht? Indem ich meine Versprechen halte? Das klappt vielleicht auch. Aber besser ist es, nie was zu versprechen. Was passiert denn, wenn Amy wieder anruft? Okay, gut, dass du das fragst. Wenn das Telefon bei Onkel Charlie klingelt, werden wir nicht arglos und gutgläubig den Hörer abnehmen. Nein. Wir sehen uns vorher die Nummer des Anrufers an. Und wir nehmen nur dann ab, wenn wir mit dem Anrufer sprechen wollen. Wie mit Mom? Kommt drauf an. Deine Mom ja, meine Mom nein. Und wieso gehst du nicht dran bei deiner Mom? Das erkläre ich dir, wenn du alt genug zum Trinken bist. Und wenn ich mit deiner Mom reden will? Okay, mit dieser Einstellung untergräbst du das ganze System. Nicht, Dad, nicht abnehmen! Wieso denn? Da ist vielleicht deine Mom oder eine Frau dran. Amy schon wieder, sie will einfach nicht aufgeben. Charlie? Hör zu, ich verstehe ja, dass du ungestört sein willst, aber du bringst meinem Sohn eine ungesunde Einstellung zu Frauen bei. Wie denn das? Er hält es für okay, jemanden zu ignorieren, um ein unangenehmes Gespräch zu vermeiden. Charlie? Ich find's nicht witzig. Hör zu, ich will das Kind nur dazu erziehen, dass es ehrlich ist. Ach ja? Was verstehst du darunter, Charlie? Bring's mir bei. Okay. Ich sag den Frauen von Anfang an, dass ich keine langfristige Beziehung will. Wenn sie mir das nicht glauben oder meinen Standpunkt ändern wollen, habe ich das Recht, dem Gespräch aus dem Weg zu gehen. Und die Telefongesellschaft ist derselben Meinung, sonst würden sie die Anrufernummer nicht zeigen. Onkel Charlie, was ist, wenn jemand, mit dem du nicht telefonieren willst, einfach selber herkommt? Sag ihm, ich wäre nicht da. Er ist nicht da, Oma! Mom, wie kannst du mich so überraschen? Du hättest vorher anrufen sollen. Charlie, ich rufe andauernd an, aber du machst dich so rar wie ein olympischer Dopingtester. Schön, dass du hier bist, Mom. Ich glaub dir zwar nicht, aber du versuchst wenigstens zu lügen. Hey, ich versuche auch zu lügen. Du hast mich nur überrumpelt. Also, was willst du hier? Ich zeig jemanden ein Haus am Strand und dachte, wenn ich schon mal in der Nähe bin, komm ich vorbei und mach meinem Enkel ein Geschenk. Du stellst ihm einen Scheck aus? Und sowas nennst du Geschenk? Du hast mir erzählt, dass er Transformer-Spielzeug mag. Der Scheck hier transformiert sich zu jedem Spielzeug, das er will. Wow, danke, Oma! Ist das alles? Werd ich nicht gedrückt? Oh, deine Oma hat dich so, so, so lieb. Oh, deine Oma muss jetzt arbeiten. Weil ihr niemand einen Scheck schenkt. Folgt mir. Ich habe einen Mann kennengelernt, falls ihr es überhaupt wissen wollt. Und er ist vielleicht der Auserwählte. Tja. Der Fünfte bringt Glück. Der Vierte. Aber was war mit dem... Das ist annulliert. Oh. Oh Mann, kriegen wir einen neuen Daddy? Du kannst mich mal, Charlie. Ich hätte gern, dass ihr ihn kennenlernt, bei mir zum Abendessen. Wann passt es euch beiden denn? Wann passt es dir denn? Ich habe zuerst gefragt. Jake ist übers Wochenende hier und am Dienstag muss mein Kalender... Will ich schon gar nicht und ich... Morgen Abend, 7 Uhr,
Es ist mir sehr wichtig und ich will stark hoffen, dass ihr es schafft. Aber ich kann verstehen, wenn ihr zu beschäftigt für eure Mutter seid. Du weißt, was sie vorhat, ja? Klar weiß ich das. Einer von uns sollte gehen. Wenn du gehst, stehe ich dumm da. Was macht dir das aus? Gar nichts. Dann geh nicht hin. Mach ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich bleib nicht lang. Wir essen und gehen. Kein Kaffee, kein Nachtisch. Das wäre unhöflich. Ich werde dir mal zeigen, wie man mit dieser Frau um... Hi, Mom! Besser zu spät als nie. Wir sind doch pünktlich. Ich meinte damit im Großen und Ganzen. Hi, Oma! Na sowas, Jake soll wohl auch meinen neuen Verehrer kennenlernen. Komm her, mein Schatz. Wir zwei spielen heute Abend ein Spiel zusammen. Und der Name dieses Spiels ist... Nenn mich keinesfalls Oma. Was ist denn das für ein Spiel? Ein Spiel, das Spaß macht, Schatz. Und es hat nur eine Regel. Nenn mich heute Abend Evelyn. Okay. Versuch's. Evelyn. Siehst du, schon haben wir Spaß miteinander. Sieh an, ihr habt keinen Wein mitgebracht. Gut, Wein bringt doch jeder mit. Tommy, Schatz, ich würde dir gern meine Söhne vorstellen. Das ist Charlie. Charlie, Tommy, freut mich. Alan. Hallo. Alan. Hi. Und das ist Jake. Ja, das stimmt, Evelyn. Übertreiben wir es nicht, okay? Freut mich sehr, Jake. Oh, da bist du ja. Jungs, das ist Tommys Tochter Olivia. Hallo, Charlie. Hallo, Fremde. Kennt ihr beiden euch? Ich dachte schon. Oh, nein. Okay, wer will einen Drink? Ich brauche einen Drink. Charlie, komm und hilf mir bei den Drinks. Alan spricht mit Olivia. Alan war ein Kaiserschnitt. Oh. Es war keine medizinische Notwendigkeit. Sie hatte noch was Dringendes vor. Gibt es einen Menschen an der gesamten Westküste, mit dem du es noch nicht getrieben hast? Komm schon, wir sind nur ein paar Mal ausgegangen. Sie dachte, sie wäre was Besonderes für mich. Und als sie rausfand, dass sie es nicht war, ist sie ein wenig sauer geworden. Ich habe jedenfalls das Gefühl, dass Tommy sehr nett ist und ich freue mich unheimlich für dich. Gute Nacht. Charles, untersteh dich jetzt wegzugehen. Dieser Mann ist unglaublich wichtig für mich. Wir werden nett zusammen zu Abend essen, du lässt deinen Charme sprühen und Tommy wird niemals etwas davon erfahren, dass du seine Tochter befleckt hast. Hey, sie war nicht gerade fleckenlos rein, als wir uns kennenlernten. Ich kann nur sagen, Alan, Sie wissen gar nicht, welches Glück Sie mit so einer Mutter haben. Ich habe noch nie so eine herzliche, verständnisvolle und gütige Frau getroffen wie Sie. Das ist meine Mom. Nancy, Evelyn, das ist doch das Spiel. Du spielst dein Spiel, ich spiel meins. Hier für euch. Da ist ja meine kleine Karaoke-Königin. Oh, Tommy, untersteh dich und verrat was davon. Wir haben eine kleine Kreuzfahrt nach Alaska gemacht. Gletscher und Wale, ich wusste zwar nicht, was das soll, aber im Laufe des Abends gab es einen Karaoke-Wettbewerb. Und wie du weißt, habe ich ja ein wenig Bühnenerfahrung. Ja, Mom, ich weiß. Sie entschuldigen mich. Ah, jedenfalls, du weißt doch, ich sang früher immer, These boots are made for walking. Mhm. Zu meiner kleinen Tanznummer. Ja, Mom, ich hab's auf meinem Hochzeitsvideo. Na, wie geht's dir so? Noch, du weißt schon. Nein, ich weiß nicht, Charlie. Wenn ich nicht zurückgerufen werde, wie soll ich dann wissen, wie es jemandem geht? Okay, es ist ein peinlicher Zufall und... Es ist kein Zufall. Als mein Vater sagte, wen er besucht, habe ich gesagt, ich möchte mitkommen. Oh, das macht's ja viel weniger peinlich. Ich ziehe den Reißverschluss an meinen Stiefeln hoch und will gerade auf die Bühne gehen, als diese Hausfrau aus Ohrentaubheim aufspringt und anfängt, meinen Song zu singen. Du kannst dir wohl vorstellen, dass ich darüber nicht erfreut war. Sag nicht, ich soll mich beruhigen. Du hast mich angelogen. Hab ich nicht und das hättest du mir auch am Telefon sagen können. Du gehst doch nie ans Telefon. Natürlich nicht. Wer will dann schon so ein Gespräch führen? Und dann stelle ich mich neben die Frau und... fang sehr einfühlsam an, ein Duett mit ihr zu singen. Da fängt Nein, sie plötzlich mich an, mich wegzustoßen. Du hast gesagt, ich bedeute dir viel. Hast du auch? Ja, zusammen mit drei anderen Frauen. Ich sagte, du bedeutest mir viel und nicht alles. Du verdammter Scheißkerl. Entschuldige mich. Zu meiner Verteidigung kann ich nur sagen... Ach, was soll's.
Wie ging's denn weiter, Evelyn? Hast du die Frau auch gestoßen? Man. Diese dämliche Musikerliga. Aber warum soll ich mich aufregen? Stell dir das vor, Elfmeterschießen. Wenn wir verschießen, haben wir verloren. Unser bester Schütze Billy Kresge stellt sich auf. Die Ränge sind voll, genau wie Kresge. Seine ganze Familie steht in der vordersten Reihe und schreit und bettelt: Mach wieder einen Zug, Daddy, wir lieben dich. Den Rest kannst du dir denken, er hat's vergeigt. Charlie, ich glaube, wir haben ein größeres Problem. Unsere Mutter ist verschwunden. Versuch nicht, mich aufzuheitern. Ich habe sie überall angerufen, zu Hause, auf ihrem Handy. Nichts. Hast du schon sämtliche Kreuzfahrtschiffe angerufen? Charlie. Sie ist wahrscheinlich nur eingeschnappt, weil wir letzte Woche ihre Dinnerparty vermasselt haben. Dachte ich auch und habe in ihrem Büro angerufen, nur ist sie da auch seit einer Woche nicht aufgetaucht. Das ist wirklich komisch. Ja, jemand sollte zu ihr rüberfahren und nachsehen, wie es ihr geht. Gute Idee, das machst du und ich warte hier, falls sie anruft. Warum fährst du nicht hin und ich warte hier? Nein, meine Idee gefällt mir irgendwie besser. Aber alleine fahre ich da nicht hin. Und ich überhaupt nicht. Wollen wir wetten, sie ist in Vegas und heiratet diesen Tommy? Wenn's nur das wäre, toll. Allerdings hättest du dann mit unserer Stiefschwester geschlafen. Hab ich noch gar nicht bedacht. Irgendwie sexy. Irgendwie krank. Hab ich ja gesagt. Ist keiner zu Hause. Gehen wir. Nein, ich will erst nachsehen. Du hast einen Schlüssel? Ich bin der gute Sohn. Mom? Okay, sie ist nicht da. Gehen wir. Okay, sie ist da. Gehen wir. Charlie, wir... Mom, alles in Ordnung? Warum gehst du nicht ans Telefon? Ich wollte niemand mit meiner Trauer über den Tod von Tommy Pearson auf die Nerven fallen. Tommy ist gestorben? Ja, jedenfalls für mich. Okay, was ist passiert? Er hat mich verlassen. Mom, das tut mir leid. Aber die Sache zwischen seiner Tochter und mir war Jahre, bevor du ihn kennengelernt hast. Mit dir hat das doch gar nichts zu tun, Charlie. Gott, bist du eitel. Nein, Tommy hat mich wegen einer frisch gelifteten 45-jährigen Schlampe abgeschoben. Tut mir leid, Mom. Er hat dir so viel bedeutet. Ja, tut mir auch leid. Danke, Alan. Gib dir keine Mühe, Charlie. Ich möchte allein sein, wenn ihr jetzt bitte gehen würdet. Verstehen wir. Warte, Charlie. Wir können sie doch nicht so hier lassen. Gut. Und wo willst du sie lassen? Hey, Mom, wie wär's, wenn du mit uns kommst und ein paar Tage bei Charlie wohnst? Halt nun, mach mal halblang. Keine Sorge, Charlie. Ich möchte dir nicht zur Last fallen. Das wäre das Letzte, was ich will. Gut, vielen Dank. Kopf hoch. Sicher, Mom? Ja. Danke, Alan. Okay. Oh Gott. Wäre ja zu schön gewesen. Wie lange will sie denn noch da draußen sitzen? Keine Ahnung, ich habe sie noch nie so deprimiert gesehen. Jemand sollte vielleicht zu ihr rausgehen und ihr zeigen, dass sie geliebt wird. Jake? Ja? Geh doch ein bisschen raus und kümmere dich mal um deine Oma. Wieso? Weil sie sich einsam fühlt. Sie ist doch deine Mom. Keine Widerrede, kümmere dich um Oma. Hi, Evelyn. Oh, bitte, mein Schatz, nenn mich Oma. Und unser Spiel? Spiele sind was für Kinder, Jake. Also, Onkel Charlie hat mir ein Metallsuchgerät geschenkt, mit dem kann man tolle Sachen am Strand finden. Wie schön. Nur du weißt, dass arme Menschen die tollen Sachen irgendwann verloren haben und sie nie wieder zurückbekommen werden. Flitter und Tand, begraben im einsamen Sand der Zeit. Ja, aber dafür gibt es doch Siebe. Für verlorene Liebe. Sie macht den Kleinen fertig. Keine Sorge. Er weint doch noch nicht. Jemand sollte rausgehen und ihm unbedingt helfen. Jede Wette, dass ich es nicht bin.
Hey, was macht ihr denn so? Das Kind hat eine Blase so klein wie eine Erbse. Du warst Bettnässer, wenn ich mich recht entsinne. Weißt du, was Jake wirklich ganz toll finden würde? Wenn du singen könntest, während Charlie dich am Flügel begleitet. Oh nein, Alan, das könnte ich nie. Außerdem hat Charlie das immer gehasst. Machst du Witze? Es war seine Idee. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Nicht so lahm, Charlie. Das Publikum schläft ja ein. Are you ready, Boots? Start walking. Okay, jetzt. Zugabe! Eins, zwei. Eins, zwei, drei. You keep saying you've got some... Mom? Alles okay? Ja, geh wieder ins Bett, Charlie. Ich bin noch auf. Man schläft nicht gut ein nach einer großen Show. Vielen Dank. Hat ein paar schöne Erinnerungen geweckt. Du hast immer noch was drauf, Mom. Du hast gegen Ende das Tempo angezogen. Entschuldigung. Die Pferde gehen immer mit mir durch, wenn ich dein James Brown Medley höre. Oh, Charlie. Deine Mutter ist ein hoffnungsloser Fall, was? Du wirst über ihn wegkommen. Die Welt ist voller Kerle. Er hat nicht mal angerufen und hat sich nicht verabschiedet. Er hat vielleicht Angst gehabt. Wovor denn? Ich wusste, dass wir uns nicht auf ewig binden wollten. Nur kann man sich doch an die einfachsten Höflichkeitsregeln halten. Es tut so weh, dass ich ihm so wenig bedeutet habe. Es wird schon wieder, Mom. Du hast doch noch mich und Alan. Oh, Charlie, bitte. Wir zwei haben es nicht leicht miteinander, das weiß ich. Wahrscheinlich bin ich daran schuld. Du bist nicht allein daran schuld. Ich war bestimmt auch nicht immer der beste Sohn. Ich finde, du solltest wissen, dass ich dir auf meine Weise alles Glück der Welt wünsche und dass ich dich lieb habe. Tja, ich gehe dann mal packen. Wieso denn? Ich will wieder heimfahren. Mitten in der Nacht? Charlie, du hast gesagt, dass du mich lieb hast. Von hier an kannst du es nur noch vermasseln. Oh, my darling, I love you and I always will. Donkey Kong! Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, Baby. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Men, 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 manly men, 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 manly men, 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 manly men. Men, 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 manly men. Ich hab bei Mom auch ein eigenes Zimmer. Mein Dad nicht, sein Zeug ist in der Garage.
Weißt du, wie man Vampirjäger spielt? Das habe ich neu. Leider nicht. Man muss sie köpfen, sonst machen sie einen sofort fertig. Weißt du, wo dein Onkel eine Küchenrolle hat? Da oben, glaube ich. Wow. Wow. Hallo, Sie müssen Alan sein. Ich bin Cindy. Hallo. Hey, Jake, Zeit zum Anziehen. Augenblick. Kannst du mir die Schüssel da oben holen? Komm schon, los, los jetzt. Seit wann ist das Frühstück nicht mehr die wichtigste Mahlzeit des Tages? Zieh dich jetzt an. Charlie, da ist eine halbnackte Frau in unserer Küche. Welche Hälfte? Hey, Cindy. Hey, Charlie, wie läuft's? Ganz gut. Und bei dir? Auch ganz gut. Danke nochmal. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Bis dann. Danke nochmal? Wie läuft's? Zwangloser Sex mag ja nicht übel sein, aber das hier grenzt an Faulheit, Charlie. Ich glaube, da siehst du was falsch. Ich hab keinen Sex mit ihr. Sie surft nur da unten, benutzt meine Dusche und geht zur Arbeit. Du schläfst also nicht mit ihr? Gott, Alan, ich schlaf doch nicht mit jedem Surfermäuschen, das bei mir unter die Dusche geht. Wofür hältst du mich denn? Für den glücklichsten Mann, der auf der Erde wandelt, aber... darauf wollte ich nicht hinaus. Ich will nicht, dass eine Frau meinem Sohn ihren tätowierten Hintern zeigt. Sie hat ein Tattoo? Ja, ich glaube, ein Schmetterling. Ah, rechts oder links? Halt, nicht verraten. Ich will mich überraschen lassen. Du schläfst also nicht mit ihr, aber du würdest gerne. Aber ja. Alan, wofür hältst du mich denn? Charlie, als ich hier einzog, sagte ich, wir müssen eine heilsame Atmosphäre für Jake schaffen. Und du sagtest, ich verstehe. Alan, eins musst du unbedingt über mich wissen. Wenn ich sage, ich verstehe, dann bedeutet das nicht, dass ich einverstanden bin. Nicht mal, dass ich verstehe. Nicht mal, dass ich zuhöre. Warum sagst du es denn? Ich glaube, die Leute freuen sich drüber. Mehr will ich gar nicht. Das mag ja sehr selbstlos sein, aber mir wäre lieber, wenn du ehrlich zu mir wärst. Gut. Dir soll ja nur bewusst bleiben, dass ein leicht beeinflussbarer 10-Jähriger bei uns wohnt. Ich verstehe. Danke. Das hört sich ja gut an. Danke. Wo sind denn Jake und Alan heute? Jake ist in der Schule und Alan arbeitet. Wir sind allein. Dann richte Ihnen bitte einen Gruß aus und danke nochmal für die Dusche. Keine Ursache. Du siehst gut aus. Danke, bis dann. Ja, ich muss noch arbeiten. Oh, Charlie. Wenn ich sehe, wie du einen Korb kriegst, liebe ich dich umso mehr. Rose, bitte leg dir ein Hobby zu. Ich hab schon ein Hobby. Wir waren uns doch einig, dass wir nur Freunde sind. Richtig. Wir sind Freunde, die mal miteinander geschlafen haben und dann hat ein Freund den anderen nicht mehr angerufen. Aber dann hat der andere Freund dem einen vergeben. Was hast du denn vor? Ich will meinem Freund ein Käsesandwich machen. Rose, ich möchte gar kein Käsesandwich. Vielleicht lieber eine Käsetortilla? Das hört sich gut an. Aber dann musst du wieder gehen. Hey, Judith. Alan ist bei der Arbeit. Ich weiß, wo Alan ist. Ich will mit dir reden. Mit mir? Aber du magst mich doch nicht. Da hast du recht. Ich finde dich nett. Jakes vierter Klasse wurde im Kunstunterricht eine einfache Aufgabe gestellt. Zeichnet was Interessantes aus eurem Haus. Ein Kind zeichnete einen CD-Player, ein anderes einen Papagei. Mein Sohn hat das hier gezeichnet. Ein Frauenhintern mit einem Schmetterlingstattoo. Auf der rechten Seite. Dann muss ich wohl Überraschung heucheln. Ich fragte ihn, wo er das gesehen hat, und er sagte, in Onkel Charlies Küche. Aber du wirst zugeben, das schlägt ein Papagei um Längen. Charlie, ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt. Wir reden gleich weiter. Ich gehe ran. Hallo? Deine Mutter fragt, ob du da bist. Charlie hat gerade eine Besprechung. Aber Sie können mit mir reden. Wir sind ja immerhin so gut wie verwandt. Ist das die Frau auf dem Bild? Rose? Nein, die hat doch keine Tätowierung auf dem Hintern. Das habe ich jetzt geraten. Hör zu, mir ist egal, was du mit deinem Privatleben machst. Aber wenn mein Sohn hier ist, will ich, dass alles sauber zugeht. Ich verstehe. Ich will nicht immer herkommen und mich aufführen wie eine Furie, aber ich muss meinen Sohn beschützen. Ich verstehe.
Es ist schwer genug, all die Veränderungen ganz allein zu bewältigen. Ellen hat wenigstens dich. Ich habe niemanden. Außer meinen Eltern. Und die sind wirklich ätzend. Ich verstehe. Wirklich? Ich schätze schon. Danke, das bedeutet mir sehr viel. Ich war immer die gute Tochter oder die gute Ehefrau. Und weißt du was? Von diesen Beziehungen abgesehen, weiß ich gar nicht, wer ich bin. Bin ich lesbisch? Bin ich hetero? Keine Ahnung. Davor habe ich Angst, Charlie, und ich bin so allein. Also das, weißt du was? Ich verstehe. Danke, dass du dir das angehört hast. Hey. Tut mir leid, dass ich dich mit sowas aufhalte. Hey. Ich verstehe. Danke, Charlie. Hab ich gern gemacht. Fünf unwiederbringliche Minuten meines Lebens. Ist nicht zu viel. Deine Mom geht heute Mittag mit uns aus. Hey, wo kommst du denn her? Ich war Mittagessen mit meiner Mutter und meiner Stalkerin. Sie haben den Nachmittag damit verbracht, gegenseitig von ihren Tellern zu essen und meine Furcht vor Nähe zu diskutieren. Die hast du ja auch. Na egal, können wir uns über das Bild unterhalten, das Jake gemalt hat? Was gibt's da zu unterhalten? Er ist ein Junge, hat einen Frauenhintern gesehen und ihn toll gefunden. Du hast Glück, dass es nicht der Hintern des Stromablesers war. Vergiss es. Hey, Dad, wo ist Cancun? Cancun? Nein, hier steht Cancun. Das ist in Mexiko, wieso? Wir sollten da Weihnachten lieber als zu Tante Betty hinfahren. Was liest du da? Ein Sportmagazin, aber da sind fast nur Frauen in Badeanzügen drin. Jack, bleib mal hier. Bist du jetzt glücklich? Es gibt Momente, aber die Abstände werden immer größer. Setz dich, Jake, setz dich. Schimpfst du jetzt mit mir? Nein. Es ist völlig normal, dass du dich für den weiblichen Körper interessierst. Gut, ich gehe in mein Zimmer. Halt. Wir müssen uns darüber unterhalten. Ich habe nichts dagegen, wenn du dir diese Bilder ansiehst. Aber du musst auch wissen, was sie bedeuten. Das will ich auch gern wissen, Alan. Okay, erstens mal sehen echte Frauen nicht so aus. Die Fotos werden retuschiert und bemalt, damit die Frauen aussehen, als wären sie perfekt, aber das sind sie nicht. Entschuldige, aber die habe ich mal getroffen und die war perfekt. Ich habe Jake damit nur erklären wollen, dass normale Frauen nicht so aussehen. Und warum nehmen die dann keine normalen Frauen? Weil keiner irgendeine Zeitschrift kaufen würde, um eine ganz normale Frau zu sehen. Worauf ich hinaus will, ist, dass diese Frauen dreidimensionale Menschen sind und keine Sexobjekte. Deshalb kniet die da auch auf allen Vieren am Strand. Hast du es jetzt endlich? Nein, ich finde, du bist wirklich unfair. Die Frauen da haben hart gearbeitet, haben wenig gegessen und haben viel dafür bezahlt, um Sexobjekte zu werden. Allein schon die Brüste kosten 10 Riesen. Die kann man kaufen? Danke, Charlie. Es gibt Frauen, die wollen ihre Brüste vergrößern, indem sie sich was einsetzen lassen, das man Implantat nennt. Warum? Weil sie glauben, größer wäre besser. Kann ich verstehen. Aber das einzig Wichtige ist was in einem Menschen drin ist. Das wollte ich dir nur erklären. Hast du das verstanden? Ich schätze, ja. Sicher? Da ist nichts, was einem peinlich sein müsste. Ich meine, hast du noch Fragen? Nur eine. Na dann los. Darf ich mein Heft wieder haben? Herzlichen Glückwunsch, Alan. Du hast es geschafft, dass Möpse keinen Spaß mehr machen. Hallo? Oh, hi, Judith. Wie schön, dass du anrufst. Ich wollte... Was? Sie will mit dir reden. Warum will meine Frau mit dir reden? Woher soll ich das wissen? Hey, Judith, was gibt's? Aha. Ich verstehe. Was verstehst du? Kein Wort.
Ich verstehe. Was sagt sie denn? Warte kurz, Judith. Ich habe noch einen Anruf. Sie ist sauer, weil ihre Eltern mit Jake SeaWorld besuchen wollen. Und sie findet, dass das zu weit geht, weil sie in letzter Zeit nicht sonderlich nett waren. Und sie weiß nicht, ob ihr Ärger auch angemessen ist. Seit wann bist du ihre beste Freundin? Keine Ahnung. Irgendwas ist da furchtbar schiefgelaufen. Entschuldige, was hast du gesagt? Ich verstehe. Du bist der Coolste in Liebe, Cindy? Bist du sicher, dass dein Neffe das gut findet? Ach. Wer sagt, dass das für meinen Neffen ist? Du bist echt süß. Gut. Tut mir leid, dass heute keine Wellen sind. Ja, wie tobe ich mich denn heute nur aus? Schwere Frage. Mach doch einfach noch eine Flasche Wein auf und wir überlegen uns was. Okay. Tut mir leid, dass ich so reinplatze, aber ich muss mit jemandem reden. Ich habe Jack zu meinen Eltern gebracht, damit sie ihn mit nach San Diego nehmen und hatte einen furchtbaren Streit mit meinem Vater. Er sagt, ich wäre schuld, dass Ellen und ich uns trennen und er kennt genau meinen schwachen Punkt. Die Frage ist doch, warum brauche ich seinen Segen? Warum brauche ich den Segen von einem Mann? Ich verstehe. Also, Charlie, wie kannst du sowas denn verstehen? Oh, Verzeihung, ich wusste nicht, dass du Besuch hast. Nein, wir hatten sowieso nichts vor, ich bin Cindy. Oh, hi, Judith. Hi. Wissen Sie, ich habe mein Leben lang versucht, den Segen meines Vaters zu kriegen. Ach, Sie auch? Ja, ich habe fast geheiratet, nur weil mein Vater es wollte. Mein Mann ist wie mein Vater. Das ist ja eine Katastrophe. Mhm, er ist sein Bruder. Oh, ich habe ihn kennengelernt, er ist irgendwie kleinkariert. Allerdings. Mögen Sie einen Schluck Wein? Aber einen großen Schluck, bitte. Na dann los. Es ist komisch, was Männer einem an Verwandtschaft anschleppen. Da kann man sich nur wundern. Ich wundere mich jeden Tag. Das verstehe ich jetzt nicht. Charlie ist noch nicht auf, Ross. Oh, Alan. Denken Sie, das wüsste ich nicht? Hier habe ich ein Frisbee für Ihren Sohn. Er leuchtet im Dunkeln. Da sind ja Zahnabdrücke drin. Nicht von mir. Jake besucht mit seinen Großeltern zusammen SeaWorld in San Diego. Mann, das finde ich wirklich unfair. Evelyn darf nie so viel Zeit mit ihm verbringen. Evelyn? Ihre Mom. Ich kenne ihren Namen. Haben Sie eine Ahnung, wie lieb sie hat und wie gern sie ab und zu angerufen würde? Hey, Alan, kann ich unter die Dusche? Ja, aber natürlich. Hey, Alan! Judith, was machst du hier? Cindy bringt mir das Surfen bei. Sie sagt, ich wäre ein Naturtalent. Weil ihr Oberkörper so kräftig ist. Deiner ist doch viel kräftiger. Das kommt schon noch. Du musst nur deine Rückenmuskeln stärken. Wow, sind die fest. Komm, ich zeig dir ein paar Übungen, bevor wir duschen gehen. Wann steht Charlie denn auf? In etwa 9 Sekunden. Wach auf, wach auf, wach auf! Was ist denn? Ich hab Gott so was Schönes geträumt. Deine Freundin und meine Frau surfen, duschen, Gummianzüge. Okay, jetzt noch mal langsam. Charlie, du musst etwas tun. Du hast recht. Ja. Charlie, was hast du denn vor? Was glaubst du? Ich bin gerade aufgewacht. Vielleicht rubbeln sich die beiden in diesem Moment gegenseitig trocken. Mach schnell! Das hilft mir nicht, schneller zu machen. Unfassbar, dass sowas unter meinem Dach vorgeht. Naja, unter deinem Dach. Wer weiß, was unter meinem Dach vorgeht. Weißt du, das Ganze hat auch sein Gutes. Was sollte denn das sein? Jetzt wissen wir, warum ich bei Cindy nicht landen konnte. Hallo, es geht um mich! Okay, hör zu. Was wissen wir denn genau? Deine Frau lernt surfen. So weit, so gut, hm? Aha. Dabei hat sie eine Freundin gefunden. Noch okay? Schätze, ja. Wissen wir genau, dass sie zusammen duschen? Nein. Okay,
Was wissen wir denn nun genau über Cindy und Judith? Cindy ist nicht an dir interessiert und Judith hält sich für eine Lesbe. Oh? Na, da hast du's. Und ich hab Pinguine gesehen und einen Manta. Ich hab einen Hai gestreichelt und das Coolste waren die Wale. Die haben alle voll Wasser gespritzt. Das Hemd einer Frau war ganz durchsichtig. Und ich glaube, sie hat Plantate gehabt. Implantate. Ja, Implantate. Ich hab Oma gefragt, ob sie welche hat und Opa sagte, das wäre schön. Dann war sie wütend auf ihn und hat mir ein Eis gekauft. Dann hat dir der Ausflug gefallen. Ja, und danach war ich mit Mom und Cindy im Kino. Au, warte, warte. Du, Mom und Cindy? Da hast du's. Sie bringt mir Surfen bei. Klar tut sie das. Sie gibt erst auf, wenn die ganze Familie surft. Wir sollten ihr auch noch die Nummer von Tante Betty geben. Ihr fetter Arsch macht sich gut in einem Gummianzug. Hier, Jake, nimm die Pizza mit und geh in dein Zimmer fernsehen. Dad hat fetter Arsch gesagt. Du kennst Tante Betty. Wenn es wahr ist, ist es nicht geflucht. Geh jetzt. Sie vergisst alle Prinzipien, wenn Cindy mit ihrem rausgestreckten Schmetterlingsarsch um sie rumflattert. Aber plötzlich ist das okay, weil es ein Frauenarsch ist. Alan, ganz ruhig, Kumpel. Nein, das ist sowas von scheinheilig und das darf nicht sein. Verzeih mir, Alan, aber dass sich Judith von dir abgestoßen fühlt, dürfte wohl hauptsächlich an deiner verlogenen Einstellung liegen. Was? Woher hast du... Hast du das von ihr? Hey, Freundinnen haben keine Geheimnisse. Du brauchst mich gar nicht so anzusehen. Hör zu, wenn sie wirklich lesbisch ist, kannst du gar nichts dagegen machen. Du kannst nur probieren, rauszufinden, warum dich eine Lesbe überhaupt geheiratet hat. Aber wenn sie es nur ausprobieren will und wenn du so tust, als wärst du liebevoll und hilfsbereit, wird sie vielleicht wieder ins Mutterschiff kommen. Aber vielleicht kann ich ja aus vollem Herzen liebevoll und hilfsbereit sein. Na ja, klar, wenn du das Rad neu erfinden willst. Ich wäre überglücklich gewesen, wenn ich Jake zu dir gefahren hätte. Kein Problem, ich bin sowieso hier. Ich war den ganzen Tag mit Cindy surfen und jetzt waren wir essen. Wie schön. Hör zu, hast du es eilig, weil ich gerne was mit dir besprechen wollte? Nein, eigentlich nicht. Was gibt's? Ich wollte dir nur sagen, dass das für mich in Ordnung geht. Mehr als in Ordnung. Ich verstehe, liebe und respektiere dich, weil du die Dinge so mutig angehst. Danke, ich fange gerade an, es schön zu finden. Das finde ich toll. Ja, bis jetzt habe ich es nur im Knien gemacht. Aber Cindy sagt, im Stehen könnte ich es jetzt auch schon versuchen. Weißt du was? Die Einzelheiten will ich gar nicht hören. Viel, viel wichtiger ist doch, dass ich euch als Paar akzeptieren kann, Cindy und dich. Und ich sage nur Frauenpower, Schwester. Du abartiger, aufgeblasener Scheißkerl. Oh oh. Du glaubst, ich schlafe mit ihr? Nein. Denkst du, ich hüpfe nach 12 Jahren Ehe mit jedem x-beliebigen Menschen ins Bett, egal ob Mann oder Frau? Nein. Du solltest dich was schämen, weißt du das? Das mache ich. 2 Frauen befreunden sich und du ziehst sofort daraus den Schluss, sie hätten Sex. Wer bringt dich nur auf solche Gedanken? Die Joggerin. Ich meine die Linke. Echt? Gutes Auge. Wenn sie ein Sport-BH anhätte, wäre es hart gewesen. Apropos, die Harten sind meistens falsch. Jake, Schatz, hol deine Sachen. Wir fahren nach Hause. Okay, bis dann, Onkel Charlie. Bis dann, Partner. Da ist ja meine Freundin. Nenn mich nicht Freundin, du heimtückische Schweinebacke. Oh, oh. Falsch. Echt. Jake. Die denkt wohl, sie könnte jeden damit anschmieren. Jake, wenn du damit nicht aufhörst, werden wir nach Hause fahren. Ich verstehe.
man. Man, 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 manly man, 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 manly man, man, man. Man, 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 manly man. Man, 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 manly man. Hier ist mein Platz. Sehr schön. Gute Wahl. Was noch? Da ist das Waschbecken. Wenn man den Daumen auf den Hahn drückt, spritzt das Wasser bis an die andere Wand rüber. Cool. Aber ich habe Waschbeckenverbot. Verstehe. Und wie ist deine Lehrerin so? Miss Tuttle? Die ist unheimlich streng. Warum nicht? Das hier hat unser Sohn gemalt. Ein Schrei, damit seine Eltern wieder zusammenkommen. Ellen, das ist Goldlöckchen und die drei Bären. Ey, was? Das bricht einem das Herz. Da ist ja dein Bruder. Ja, er war nicht gerade begeistert, aber er kann Jake nichts abschlagen. Außerdem habe ich angedeutet, dass Miss Tuttle Nymphomanin ist. Wie bitte? Du wolltest doch, dass ich ihn mitbringe. Der Rest liegt bei dir. Na komm schon, stell mich ihr vor. Wozu denn? Naja, sie ist deine Lehrerin, du bist mein Neffe und ich will... Ach komm, jetzt mach schon. Willst du mal mein Modell einer California-Mission sehen? Ich hab's aus Würfelzucker gebaut. Okay, erst deine Mission, dann meine. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Hallo, ich bin Judith Harper, die Elternsprecherin. Danke, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Dass es so viele werden, hätte ich nie gedacht. Applaus für uns alle. Wie ich hörte, werden Lehrer schrecklich unterbezahlt. Ja, allerdings. Ich würde Sie zum Ausgleich zum Essen einladen. Deshalb würde es mich freuen, wenn Sie sich eintragen würden für Fahrgemeinschaften, Ausflüge, Nachhilfe. Charlie Harper, Jakes Onkel, Mentor, Freund. Und schließlich, sehr traurig, aber wahr, die jährliche Musikshow der vierten Klasse wird wohl nicht stattfinden. Oh. Es sei denn, jemand mit musikalischer Erfahrung würde sie inszenieren. Niemand? Kein Freiwilliger? Charlie? Ja. Danke. Charlie Harper, Applaus! Ja. Was ist? Na los, sag's schon. Du heimtückischer, mieser Penner. Gut. Gut, geht's dir jetzt besser? Das war eine Falle. Du hast mich in das Klassenzimmer gelockt mit Versprechungen von Donuts und Nymphomaninnen. Tut mir leid. Ich dachte wirklich, es gäbe Donuts. Dann Miss Tuttle, dein heißer Feger. Du bist eine verheiratete, strenggläubige Betschwester. Okay, gut. Das war frei erfunden, aber... Für einen guten Zweck. Die Kinder brauchen dich. Ja, aber das ist ja das Problem. Ich mag keine Kinder. Doch, Jake. Jake ist was anderes. Er ist cool. Er ist unser Kind. Die anderen... Uah. Welche Kinder kennst du denn schon? Ich sehe sie doch immer. Ihre Wutausbrüche im Supermarkt, ihr Gebrüll im Kino. Es klebt, wo du auch hinfasst. Und überall kriegen sie Freifarben, weil die so süß sind. Okay, vergiss mal die Kinder. Tu es für mich und Judith. Ich bin auch kein Fan von Judith. Weißt du was? Du schreibst die Musik und die Texte. Judith und ich produzieren und führen Regie. Wir drei, hä? Nicht so schnell, nicht so schnell. Du hast mich da also mit reingezogen, weil du denkst, wir arbeiten mit der vierten Klasse an einem Auftritt zur industriellen Revolution, weil dich das irgendwie mit deiner angeblich lesbischen Ex-Frau wieder zusammenbringen würde? Es ist einfach, alles lächerlich zu machen, Charlie. Wir sind immer noch verheiratet und ich kaufe ihr nicht ab, dass sie lesbisch ist. Eine Lesbe würde nicht 12 Jahre lang Orgasmen vortäuschen, nur um mich nicht zu verletzen. Okay, bitte schnall dich mal ab. Warum? Weil ich dich durch die Scheibe fliegen sehen will, wenn ich bremse.
du Dummerchen, weißt du, wie schnell du fahren müsstest, damit ich... Hey, immer langsam. Pferdestärken, Arbeiter, Kohle und Dampf bewährten sich im Klassenkampf. Wasserkraft, Windräder, Sonnenkraft, so viel Energie ist fabelhaft. Oh Gott, das ist ja interessant. Ja, wirklich interessant. Aber? Aber wir sind Besseres von dir gewöhnt. Seid ihr, feuert mich, bitte. Kannst du dich noch an unseren Auftritt im College erinnern? Na, Stormy Weather, klar. An den Songs war was dran. Ja, die hat man gar nicht vergessen können. Gemeinschaftsduschen, Gemeinschaftsduschen. Tragt eure Flipflops in Gemeinschaftsduschen. Fußpilz lauert in den Ecken. Und Schamhaare kann man auch entdecken. Ja, das war noch Zeit. Weißt du, am einfachsten wäre es vielleicht, wenn wir die Songs zusammenschreiben würden. Ja, und Charlie könnte die Noten aufschreiben und sowas, ja. Ja, Charlie, was hältst du da? Okay, ich schätze, dann sind wir nur noch zu zweit. Wie in alten Zeiten. Ja, bis auf die Tatsache, dass ich keine Jungfrau... Warum hilfst du Mom und Dad nicht bei der Show? Tja, sagen wir es mal so. Dein Onkel Charlie ist Berufsmusiker und deine Mom und Dad... Nerven? So kann man es auch sagen. Weißt du, ich glaube, sie kommen wieder zusammen. Ach ja? Ja, aber wenn mein Dad wieder bei Mom einzieht, können wir uns wahrscheinlich nicht mehr sehen. Ja, na klar sehen wir uns noch. Du behältst dein Zimmer hier und ich besuche dich. Davor hast du mich auch nicht besucht. Weil ich dich davor nicht gekannt habe. Und wieso? Weil du mich nie besucht hast. Jin. Ich schätze, wir müssen uns darüber sowieso keine Gedanken machen. Du glaubst, sie kommen nicht mehr zusammen? Das habe ich nicht gesagt. Glaubst du es oder nicht? Ach, was weiß ich. Ich glaube, sie kommen wieder zusammen. Robert Fulton, Eli Whitney. Robert Fulton, Eli Whitney. Alles an Bord für Henry Ford. Das war schon sehr gut. Und jetzt Henry Ford. Henry Ford. Und dann der Schluss, genau. Überleg dir gut, was du dir wünschst. Sehr gut. Charlie, wir kommen zu spät zur Probe. Was wird denn das? Eine Margarita. Aber wir haben eine Probe in Jacks Schule. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Oh, Charlie. Alkohol in Jacks Schule. Du hast es erfasst. Ich werde den kleinen Pupsern doch nicht ohne Dröhnung gegenübertreten. Oh, Limonen gibt's ja bestimmt im Lehrerzimmer. Nein, weder Limonen noch ein Sektquirl noch... Oh Gott. Was denn? Ein Brief von Judas Anwälten. Ach ja? Gute Neuigkeiten? Nein, keine guten Neuigkeiten. Judith will die Scheidung. Oh Mann, das tut mir leid. Was mache ich denn jetzt? Da kann man auf verschiedene Weise drauf reagieren. Mit Trauer, Wut, Verdrängung. Was würdest du denn tun? Ich würde wahrscheinlich die Probe absagen und mich dem Mixer zuwenden. Einem Amateur würde ich davon abraten. Unfassbar, wie sie sich verstellt hat. Vorne rum ist sie so nett und freundlich zu mir gewesen, während ihre Anwälte mir von hinten das Messer in die Rippen stoßen. Weißt du was, Charlie? Eine Frau, die sowas tut, der kann man nicht trauen. Ja, weißt du, vielleicht ist eine Scheidung ganz gut, um euch ein wenig voneinander zu erholen. Oh nein, das würde ja perfekt in ihren Plan passen. Alan, dein Kind ist verwirrt genug wegen dir und seiner Mutter. Mach's nicht schlimmer. Noch schlimmer geht's doch überhaupt nicht. Wir werden sehen. Okay, wir machen's so. Die Mädchen auf die eine Seite und die Jungs auf die andere. Klar. Im Trennen bist du ja gut. Dein Heilmittel für alles, hä? Wie bitte? Würde die Klägerin bitte so freundlich sein, dem Beklagten in den Flur zu folgen? Pass auf die Kinder auf, wir kommen gleich wieder. Wartet, wartet! Jake? Wo ist Jake? Man. Okay, machen wir mal einen Break.
Das bedeutet setzen. Aufstehen. Alle mal hüpfen. Alter, so. Aber warum reichst du die Scheidung ein? Wir verstehen uns doch gerade so gut. Wir verstehen uns so gut, weil ich mich nicht mehr bedrängt, ausgenutzt und verletzt fühle. Ich verstehe. Erst gibst du mir einen Tritt und danach willst du ein besserer Mensch werden. Okay, ihr werdet jetzt flattern und gackern wie Hühnchen. Alan, siehst du das? Ich habe Zauberkräfte. Stopp! Hä? Als hätte ich eine Armee von Robotern. Halt, warte, wo willst du denn hin? Können wir jetzt endlich singen? Hey, ich bin bloß der Pianist. Lerner und Lowe sind draußen im Flur und verhandeln. Wer? Lerner und Lowe. My Fair Lady? Camelot? Kein schwules Kind in der Klasse? Sie streiten sich wieder, was? Tja, was soll ich sagen, Jack? Deine Mom dreht auf und dein Dad dreht ab. Warte hier, ich versuch sie zu holen. Hört mal, Jake hat jetzt Dienst. Tut, was er sagt. Okay. Das war ja ganz nett. Aber ich trete offiziell als Direktor des Flohzirkus zurück. Jetzt nicht, Charlie. Ich hab's versucht. Ich habe alles versucht, was ich nur konnte, um dich glücklich zu machen. Ich will euch ja nicht drängen, aber habt ihr mal Der Herr der Fliegen gelesen? Aber weißt du was? Ich habe es satt. Vielleicht wirst du ja glücklich mit deinen Anwälten. Dein Bruder ist ein Quadratarsch. Hey, vergesst nicht, wer hier das wahre Opfer eurer Scheidung ist. Nämlich ich! Okay, wir werden jetzt etwas leiser sein. Sie sind doch nicht unser Lehrer. Warum sollten wir Ihnen gehorchen? Okay, ihr habt es nicht anders gewollt. Haltet die Klappe und setzt euch! Danke. Hört zu, die Probe ist beendet. Geht nach Hause. Aber was wird aus unserer Aufführung? Tja, es heißt zwar, die Show muss weitergehen, aber von der Show war nicht die Rede. Dein Onkel ist echt lahm. Ist er nicht, er ist cool. Ach, wirklich? Ja, na klar. Er ist fast berühmt, von ihm ist der Maple Loop Song. Ist er nicht. Ist er doch. Beweise. Seht ihr den Jaguar auf dem Parkplatz? Maple Loops. Das beweist doch noch gar nichts. Hm. Na schön. Da ist Weizen drin und Mais, das schmeckt gut, wie jeder weiß. Das ist super, aber Maple lecker. Wow. Sag mal, kennt ihr das alle? Na logisch, das ist der Maple Loop Song. Und jetzt die Schokoladenzwerge, Onkel Charlie. Okay. Aus dem Schokoladenberg, wer hat diesen Schokoladenberg? Eine knusper, süße, kleine, braune Schokoladenzwerg. Nicht zu fassen. Vielleicht mag ich Kinder ja doch. Hi. Hi. Ich hätte dich über die Scheidungspapiere informieren müssen. Tut mir leid, dass ich so heftig geworden bin. Was ist da drin los? Das wüsste ich auch gern. Junge Wind, nichts mehr aus dem Wind, mit Rock'n'Leo, das ist ein Ur-Mädchen. Wir schaffen es, wir sind nah dran. Okay, danke, Charlie. Ja, wir übernehmen jetzt, okay? Zu spät. Ihr seid draußen. Aber wir haben doch Songs geschrieben. Hey, Kinder, was haltet ihr von ihren Songs? Nein! Das ist meine Mannschaft. Was haben deine Jingles mit der industriellen Revolution zu tun? Ihr wolltet eine Show? Ich gebe euch eine Show. Wir wollen arbeiten, also Ruhe jetzt. Badewannen rein. Und diesmal wollen wir es verkaufen. Wenn die Wand
Badewannen rein, Badewannen rein, Badewannen rein, Badewannen rein, Badewannen rein, Badewannen rein. Was machst du denn? Ich suche einen plausiblen Zusammenhang zwischen meinen Jingles und der industriellen Revolution. Was ist? Ich habe gerade mit Dad geredet. Er hat gesagt, dass Mom und er nicht wieder zusammenkommen. Ja. Und wie findest du das? Ich find's gut, dass ich an den Wochenenden herkommen kann. Cool. Finde ich auch gut. Aber du bist doch bestimmt traurig wegen deiner Eltern. Nein, bin ich nicht. Jake, es ist okay, wenn man traurig ist. Hab ich gehört. Und das ist eine traurige Sache. Mein Dad ist nicht traurig. Aber klar ist er traurig. Er will dich nur schützen. Wovor denn? Vor dem Traurigsein. Ja, es ist ein Teufelskreis. Die ganze Schnapsindustrie baut darauf auf. Was? Ach, unwichtig. Du musst nur wissen, dass es in Ordnung ist zu trauern. Das tun wir alle irgendwann. Verstanden? Ja. Hey, Partner. Ist schon gut, Dad. Vor der industriellen Revolution lebten wir in einer Agrargesellschaft. Die Menschen bauten ihre Nahrung an und lebten davon. Zum Frühstück gehörte das eigene Brot zu backen und das Melken von Kühen. Die Menschen waren noch hunderte von Jahren davon entfernt, ein abgepacktes Müsli zum Frühstück zu essen. Und was ist in so einer Packung drin? Da ist Weizen drin und Mais, das schmeckt gut wie ihr Mais. Das ist super und am Ende lecker. Die Verstädterung führte zu Einsamkeit und Stress. Daher suchte die Gesellschaft nach einem alten Agrarprodukt, das die Menschen aufheitern konnte. Die Gürtel sehen hübsch aus, mit dem was sie mir. Du magst, was du siehst und trotzdem die Zähne in der Kühle. Schon muss sie an zu dir. Die Gürtel sehen hübsch aus, die Gürtel sehen hübsch aus, die Gürtel sehen hübsch aus, mit dem was sie mir. Er darf nichts von unserem Krippenspiel erfahren. Einverstanden. Industrielle Revolution kam voran und in ihrem Gefolge zog auch Ungeziefer in die Städte. Was sollte man nur dagegen tun? 3, 4. Wanzen schaben alle Viecher, jagen wir zu jeder Stund. Unser Spray ist gut und sicher, killt den Floh nicht ihren Hund. Dankeschön. Super. Aus dem Schokoladenbergwerk, tief im Schokoladenberg, Jake, kommt der knuspersüße, kleine, braune Schokoladenzwerg. Jake, ich bin nicht allein hier drin. Sag bloß. Bloß? Wer ist da drin? Jemand Besonderes. Eine Frau? Warte mal. Oh ja. Ist das Janet? Nein. Meine Freundin Wendy. Sag Jake guten Tag, Wendy. Hi, Jake. Du kannst toll singen. Ich muss jetzt gehen. Das ist ja peinlich. Toll, dass du nicht gelogen hast. Naja, ich versuche mal ehrlich zu sein. Guter Charakterzug. Und wer ist Janet? Eine Tasse Kaffee, bevor du gehst? Nein, du hast doch zu tun. Ich glaube, ich gehe jetzt lieber gleich. Charlie,
Ich habe noch Toast übrig. Oh nein, danke. Du kennst doch Wendy, oder? Klar, einen Toast, Wendy? Oh nein, danke. Ich muss jetzt wirklich los. Ich kann alle Jingles von Onkel Charlie singen. Im Ernst? Den musst du mir irgendwann vorsingen. Weizen drin und guter Mais, das schmeckt gut, wie jeder weiß. Das ist super Hammer, Maple lecker. Das war super. Wendy hat's eilig, Jake. Wanzen, Schaben, alle Viecher jagen wir zu Jake, jeder Jake, Stund. Jake, mach mal Pause. Gebongt. Das bedeutet okay. Als er bei mir einzog, sagte er prima. Charlie, ich muss für ein paar Stunden in mein Büro. Kannst du auf Jake aufpassen? Kein Problem. Prima. Gehst du mit mir Rollerbladen, Onkel Charlie? Kann ich, Partner. Ich hab zu tun. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Draußen ist es doch schön. Wie wär's mit Wagen waschen? Nein, ich will Rollerblade fahren. Ich könnte ihn doch nehmen. Meine Blades sind im Auto. Wirklich? Wenn dein Vater einverstanden ist. Klingt prima. Ich hol meine Blades. Und wenn du willst, hole ich auf dem Rückweg was zu essen und wir machen ein Picknick. Ja. Prima. Nettes Mädchen. Ist das ernst? Jetzt schon, du Dumpfbacke. Hey, hast du deinen Jingle schon fertig? Wie soll ich denn arbeiten? Erst fährt Wendy mit Jake Rollerblade, dann geht sie mit ihm ins Kino. Jetzt ist sie in der Küche und macht uns allen was zu essen. So ein Miststück. Verstehst du denn nicht? Sie missbraucht dein Kind, um eine nette, unverfängliche Beziehung in eine Beziehung zu verwandeln. Okay, okay, jetzt verstehe ich, was bei dir läuft. Danke. Du bist paranoid und gaga. Perfektes Timing, das Essen ist fertig. Hast du das gesehen? Sie trägt eine Schürze, Mann. In meinem Haus. Weißt du, was das heißt? Ich bleibe bei paranoid und gaga. Und ich soll wirklich nicht bleiben und das Geschirr spülen? Ach, wirklich nicht. Alan würde es sowieso noch mal spülen. Tja, ich schätze, ich mach mich auf den Weg. Ja, tja, so ist das. Oh, Sie sind ja noch hier. Jake will gute Nacht sagen. Oh, er ist so süß. Würdet ihr ihn nicht am liebsten auffressen? Wenn ihn das aufhalten würde, ja. Charlie, ich finde, die Kleine solltest du nicht wieder laufen lassen. Ach, findest du? Ja, sie ist hübsch, hat Köpfchen und scheint dich zu mögen. Mal ehrlich, Alan. Du musst die erste geheiratet haben, die dir einen Zungenkuss gegeben hat. Nein. Glaub mir, diese Frau hat einen Plan. Und der hat ein teuflisches, machiavellistisches Ausmaß. Ich hab nicht die mit dem ersten Zungenkuss geheiratet. Wenn ich dir sage, sie hat den Fuß in der Tür und wird nie wieder verschwinden. Okay, ich verschwinde jetzt. Wie teuflisch. Okay, dann rufe ich dich an. Ja, ja, das wäre schön. Gut. Ja. Ziemlich dunkel draußen. Vielleicht gehst du doch lieber erst morgen. Ja, genau. Hast du das gesehen? Hallo, Nachbar. Charlie ist beschäftigt, Rose. Ich weiß. Weißer Toyota ist seit 2 Nächten keinen Zentimeter gefahren. Ich habe ihre Reifen markiert. Sie wissen schon, dass da drüben eine Treppe ist? Aber ja. Wussten Sie, dass ein Stollen unter dem Haus ist, der genau in Ihrem Schlafzimmer rauskommt? Na, was machen Sie gerade? Ich spiele Computerscrabble. Na, das finde ich aber traurig. Ganz allein? Tja, ich habe jeden Abend mit meiner Frau gespielt. Es fehlt mir irgendwie. Wir beide haben viel gemeinsam, was? Wieso denn? Wir sind beide wie 2 einsame Socken, die jemanden verzweifelt die Füße wärmen wollen. Aber wir passen nicht mehr zu anderen Socken. Wir können nur noch hoffen, zu einem Putzlappen gemacht zu werden. Oder zu einer Handpuppe. Das ist wirklich aufschlussreich und beunruhigend. Sie denken doch nicht, wir beide, oder? Oh, Alan, das ist ja sehr schmeichelhaft, aber... Ben,
Wendy? Lieber Charlie, danke für die schöne Nacht. War was ganz Besonderes. Wir sehen uns bald. Frei, tada! Ich bin frei, bin so frei. Ich bin frei, bin so frei. Ich bin frei, ich bin frei. Ich verstehe. Du hattest letzte Nacht Sex, aber deshalb brauchst du kein Musical daraus zu machen. Oh, viel besser. Ich hatte Sex und bin alleine aufgewacht. Mit Pfannkuchen auf dem Nachttisch wäre es ein perfekter Morgen gewesen. Und was ist mit Wendys teuflischem Plan, nie wieder von hier wegzugehen? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich ihn ihr durchkreuzt. Wisst ihr was? Oma ist da! Jetzt kannst du weiter tanzen. Als ich mit Charlie schwanger war, dachten wir, dass er ein Mädchen würde. Auf dem Ultraschall war nicht die Spur von einem Penis zu erkennen. Na, glaubst du mir jetzt? Erst wickelt sie Jake ein, dann dich und jetzt Mom. Sie ist wie eins von diesen Monstern aus dem Weltall. Aber mit einem hübschen Hintern. Sie wäre gar nicht hier, wenn du sie gestern nicht mit nach oben genommen hättest, Charlie. Das war nicht meine Schuld. Du hast doch gesehen, wie sie mich geküsst hat. Ich musste sie mit nach oben nehmen. Und vergiss nicht, was ich sagte. Lock ihn mit der Milch, dann kauft er die Kuh. Charlie, wo hattest du denn die versteckt? Sie ist ja absolut köstlich. Ja, sie ist prima. Morgen, Charlie. Morgen. Ich habe irgendwo gelesen, du wärst weg. Ja, ich wollte gerade gehen, da bin ich deiner Mom begegnet. Wir fingen an zu reden. Du kennst das ja. Ja, das kenne ich. Und? Was führt dich her, Mom? Brauche ich einen Grund? Fände ich gut. Ich habe jemandem ein Haus in Malibu gezeigt und habe meinen Enkel zum Pfannkuchenessen abholen wollen. Charlie will seine auf dem Nachttisch haben. Ich bin fertig, kommst du, Dad? Soll das ein Witz sein? Ich wollte noch mehr über den Ultraschall hören. Gut. Charlie, leistest du uns mit Wendy Gesellschaft? Ach, weißt du, Mom, ich glaube, Wendy hat viel zu tun, hm? Für Pfannkuchen habe ich immer Zeit. Oh, wie schön. Ein Familienfrühstück. Charlie, zieh dir bitte eine Hose an. Aber Mom, sofort. Du musst streng mit ihm umgehen. Übrigens, deine Nase ist umwerfend. Danke. Ich nehme an, Dr. Shapiro. Nein, es ist meine. Oh. Ha. Manchmal leistet der liebe Gott auch gute Arbeit. Jake, pack zusammen. Ich bring dich wieder zu deiner Mom. Jetzt schon, wir spielen so schön. Ich schätze, ich muss jetzt auch los, Jake. Oh. Okay, ich habe deinen Wagen gewendet. Wenn du jetzt fährst, kommst du nicht in den Wochenendverkehr. Ich fahr schon, Charlie, mach dir keine Sorgen. Mach ich mir nicht, ich wollte nur, dass Alan rausfahren kann. Kann ich auch so. Ja, Alan, jetzt schon. Danke für das schöne Wochenende. Nein, ich danke dir. Jake, mach's gut. Du auch. Wir sehen uns, Alan. Ja. Bis bald. Ich sag dir eins, Charlie, die Kleine ist wirklich... Okay. Was? Ich wollte nur sagen, sie ist wirklich nett. Finde ich auch. Wann kommt sie wieder? Tja, mal sehen. Heute ist Sonntag, deshalb nie mehr. Warum denn? Weil sie was anderes von der Beziehung will als dein Onkel Charlie. Was will sie denn? Onkel Charlie. Und was willst du? Onkel Charlie. Und wir können mich nicht beide bekommen. Das verstehe ich nicht. Das ist ganz einfach. Onkel Charlie hat einen Riss in der Nuss. Ach ja, in der hier jedenfalls nicht. Dann kann Wendy nicht mehr mit mir Rollerblade fahren? Nein. Nicht mehr ins Kino gehen? Ich fürchte, nein. Oh Mann, du nervst. Ich nerve. Womit nerve ich denn? Mit deiner Nuss. Da ist er ja. Dann kann die Party ja steigen. Jake, unser Superstar, der berüchtigte Jake. Jake, er wird erst aufhören, wenn du guten Tag sagst. Jake, die Jake, Jake. Guten Tag. Wie war die Schule diese Woche? Du hast uns hier gefehlt. Wie Schule eben so ist. Ja, das kenne ich. Wie Schule so ist. Weiter so.
Das darf doch nicht wahr sein. Er ist immer noch sauer wegen Wendy. Das ist doch erst eine Woche her. Ich bin immer noch sauer, weil du mir bei den Pfadfindern in die Feldflasche gepinkelt hast. Das war das Härteste, was du je getrunken hast, hä? Okay, tut mir leid wegen der Feldflasche. Würdest du jetzt dafür sorgen, dass dein Sohn mich wieder leiden kann? Aber wie denn, Charlie? Übrigens war es so schwer, sich zu entschuldigen. Erklär ihm doch, dass Wendy sich nur mit ihm angefreundet hat, weil sie was von mir wollte. Soll ich einem 10-Jährigen sagen, dass jemand, den er wirklich mag, nur so getan hat, als hätte er ihn gern? Was soll er denn daraus lernen? Er wohnt in L.A., man muss ihm die Augen öffnen. Lass ihm Zeit, er kommt drüber weg. Hey, kann ich reinkommen? Ist ja dein Haus. Naja, es ist doch dein Haus. Dann nicht. Okay. Weißt du, es ist doch mein Haus. Jake, die Sache mit Wendy tut mir leid, aber ich kann da gar nichts machen. Ich will, dass wir wieder Freunde sind und dass du mich nicht mehr hasst. Ich hasse dich doch nicht. Gut. Ich bin nur sehr enttäuscht von dir. Hey, das höre ich oft genug von meiner Mutter. Also, was willst du? Bargeld? Videospiele? Ich will keine Sachen. Davon habe ich genug gekriegt, als Mom und Dad sich getrennt haben. Oh Mann, das ist doch nicht dasselbe. Ach nein, du hast Wendy gemocht und dann nicht mehr. Und was ich will, interessiert niemanden. Jake, Kumpel. Komm her. Na komm. Setz dich. Es interessiert mich schon, was du willst. Nur bist du ein Kind und was du willst, ist unwichtig. Wow, ich nerve wirklich. H-U-T. Hut. Das ist alles? So lange brauchen Sie für Hut? Das will ich sehen. Sehen Sie? Sie hatten Schute. Das wäre genau hier hingegangen, an mein Tee von Quodlibet. Wie haben Sie das gesehen? Ich habe Scrabble-Augen, das ist eine Gabe. Und manchmal ein Fluch. Erlan, Jake will nicht mit mir spielen. Aber ich kann auch nicht mit dir spielen, Charlie, weil ich Fortschritte mache. Es war riskant, Schritt hinzulegen, meine Liebe. Hi, Charlie. Hi, Rose. Erlan, komm mal her. Sie sind dran. Was ist? Was treibst du da mit Rose? Ich bringe ihr Scrabble bei. Oh, Erlan, du bist so naiv. Naiv, 9 Punkte. Was? Entschuldige, ich bin noch in meinem Spielehirn. Erlan, Rose missbraucht dich, um an mich ranzukommen. Hörst du nicht den dummen Egoismus, dumm 8, Egoismus 12, der aus deinem Mund spricht? Ich wollte nur sagen, glaub doch nicht, dass jede von dir was will, Charlie. Hier steckt nichts weiter dahinter, als dass zwei einsame Menschen miteinander Scrabble spielen. Oh, Erlan, bitte sag mir, dass du nicht vorhast, was mit Rose... Ich mit Rose? Oh. Also dann... Eine russische Blondine, eine schottische Brünette und ein körperreicher Rotschopf aus Napa Valley. Drei Engel für Charlie. Oh, Verzeihung. Oh, hi. Hi. Was machst du denn hier? Ich bin beim Einkaufen. Hier? In meinem Supermarkt? Also, ist das nur ein Zufall? Hm? Nein, nicht so ganz. Ich wohne 2 Blocks weiter und brauche was zu essen. Ach, komm schon, Wendy. Wir beide wissen doch... Alles klar? Oh ja, alles in Ordnung. Dave, das ist Charlie. Charlie, Dave? Hey. Hey. Dave, holst du uns Kaminanzünder? Okay. Wer ist das, dein Bruder? Nein, das ist... Ach, weißt du, Charlie, ich weiß, ich hätte dich anrufen sollen, aber so wie das letzte Wochenende lief, war doch ziemlich klar, dass es mit uns beiden nicht klappen würde. Was? Na
Naja, es war ganz nett, deinen Neffen eine Weile zu unterhalten. Ich meine, er ist ja ganz nett, aber wer hat die Energie? Und deine Mutter hat mich pausenlos angerufen. Sie will mit mir einen Spinningkurs machen. Was soll denn das? Ich dachte, ihr versteht euch. Ich komme vom Land. Ich war nur höflich. Was dachtest du denn, was läuft? Das. Also nichts für ungut. Nein, klar, vergiss es. Also du und Dave, wie ernst ist es denn? Mach's gut, Charlie. So brichst du einem kleinen Jungen das Herz. Meine Frauenbeziehungen, die kommen und gehen, aber wir beide, wir sind verwandt. Das ist solide, für immer. Verstehst du? Schätze, ja. Vielleicht sollte ich dich damit verschonen, du bist erst 10. Aber das Bild, von dem ich dachte, dass andere von mir hätten, scheint gar nicht auf mich zuzutreffen. Hm. Ja, da fliegt dir der Kopf weg, hä? Weißt du, das Problem sind nicht die Frauen, die ich kennenlerne. Das Problem liegt bei mir. Dein Onkel Charlie hat bei Frauen eine schwere Vertrauensmacke. Ich schätze, das hat was mit meiner Mom zu tun. Ich verstehe. Wirklich? Nein, ich will schlafen und das interessiert mich nicht. Alles wieder gut? Ja. Gut. Gute Nacht. Nacht. Onkel Charlie? Ja? Sag mal, bedeutet das, deine Nüsse sind alle in Ordnung? Ja. Das bedeutet es. Linz nicht auf mein Bänkchen, Alan. Scrabble-Augen, das darf doch nicht wahr sein. Er linzt aufs Bänkchen. Rose, hör zu. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Dafür, dass du mich erst mit deinem Schurkenscharm verführt und dann wie eine Mülltüte weggeworfen hast? Ja, dafür und dass ich Alan vor kurzem gesagt habe, du wärst nur nett zu ihm, weil du dich an mich ranmachen wolltest. Und mir ist klar geworden, dass nur meine Paranoia, was Frauen betrifft, der Grund dafür war und dass ich sie auf dich projiziert habe, tut mir leid. Ach, komm her, du verrückter Kerl. Ich verzeih dir. Wirklich? Mhm. Danke. Okay. Ich geh jetzt lieber. Dein Bruder schnappt gleich über mit seiner Eieruhr. Darf ich vielleicht noch bei euch mitspielen? Von mir aus gern. Frag aber auch, Mister, das ist kein Wort. Danke. Vergiss nicht. Es tut mir leid. Ich komme gleich nach. Phase 1, erfolgreich. Was machst du da? Ich suche mir ein Hemd aus. Ah, sieht aber gut aus. Magst du's? Ja. Dann nicht. Okay. Was ich wissen wollte, hast du schon Pläne für Thanksgiving? Alan, ich plane nie so weit voraus. Es ist nächsten Dienstag. Ach, echt? Hatten wir das nicht gerade hinter uns? Mit dem Kind, die Kürbisse und Kostüme und so? Halloween? Ja. Das war vor 3 Wochen. Oh. Nein, ich hab nichts vor. Wieso? Oh, ich dachte, weil Jake mit seiner Mom und seinen Eltern feiert, könnten wir zwei vielleicht etwas unternehmen. Okay. Fliegen wir nach Vegas? Ich dachte mehr an etwas mit Tradition. Reno? Es ist ein Familienfest, Charlie. Na und? Ich bin doch deine Familie. Oder willst du einen netten Donnerstag mit Mom, der Pfählerin, verbringen? Kommen wir ins Bellagio rein? Überlass das mir. Das finde ich gut. Wir machen's so. Wir fliegen nach Vegas, gehen was Gutes essen und sehen uns mit einem Eimer Münzen einen Lapdance an. Münzen? Wofür? Man wirft sie. Frag mich nicht auf wen.
Ja, das könnte nett werden. Zwei Singles machen Vegas unsicher. Der Flitter, der Glamour. Halt, werd jetzt nicht tuckig. Weißt du, das Hemd finde ich viel schöner. Mach mich nicht fertig, Alan. Wer ist denn die Glückliche? Lisa. Die Lisa, die mal hier gewohnt hat? Sie hat hier gewohnt, ist wieder ausgezogen, hat hier gewohnt, ich bin ausgezogen. Irgendwann mal hat keiner hier gewohnt. Ja, die Lisa. Wow. Sie will's wieder mit dir versuchen? Hey, wer sagt denn, sie hätte mit mir Schluss gemacht? Ja, ich hoffe es. Dann viel Glück. Danke. In dem Hemd fühle ich mich total unsicher. Hey, Lisa. Leider zu spät. Hey, wie oft hast du dein Hemd gewechselt, bevor du das Haus verlassen hast? Ich wollte eben hübsch für dich sein. Du kleine Schönheit. Danke, gleichfalls. Schön, dich zu sehen. Ich find's auch schön, dich zu sehen. Also, wollen wir irgendwo in ein Hotel gehen, Kann ich nicht. Wieso nicht? Weil ich bald heirate. Ja, haha, mach ich auch. Das war kein Witz. Das kannst du nicht tun, du liebst mich doch. Ach, darum geht es doch gar nicht. Der Totentanz mit dir ist zu nervenaufreibend. Trennung, Versöhnung, immer wieder von vorn. Das ist kein Totentanz, das ist der Kreislauf des Lebens. Das betrifft vielleicht dein Leben, aber nicht meins. Jetzt nicht mehr. Ich gehe meinen Weg. Wohin? Zur Sesshaftigkeit, zur eigenen Familie. Dahin, wo mir nicht immer wieder das Herz von einem Mann gebrochen wird, der sich weigert, erwachsen zu werden. Du meinst mich? Ja, dich, du Blödmann. Der Sex war aber gigantisch, stimmt doch, oder? Ja, du hast recht, aber eine Beziehung besteht nicht nur aus... Ist es mit deinem Verlobten gigantisch? Das geht dich überhaupt nichts an. Ist es nicht, hä? Wieso habe ich dich nur angerufen? Ich sage dir wieso. Weil du tief in deinem Inneren weißt, dass du einen Riesenfehler machst und weil du von mir willst, dass ich dir diesen Wahnsinn ausrede. Nein. Ich habe gehofft, dass wir zwei einen guten Abschluss finden. Dann muss ich auf meinen Vorschlag zurückkommen. Hauen wir ab und nehmen wir uns ein Hotelzimmer. Du wirst dich nie ändern. Und wenn doch, würdest du dann immer noch diesen Clown heiraten? Bo ist kein Clown. Bo? Bo. Tut mir leid, Bo ist ein Clown. Charlie, du wirst dich niemals ändern. Ein erwachsener Mann, der sich nicht mal zu langen Hosen bekennt. Ich kann mich zu langen Hosen bekennen, aber ich war nur so auf das Hemd fixiert. Ich habe mich außerdem in der Zwischenzeit derart geändert, dass du es nicht für möglich halten wirst. Zum Beispiel? Naja, ich habe jetzt ein Kind. Oh Gott, Charlie, welches arme Mädchen hast du denn unglücklich gemacht? Nein, nein, es ist mein Neffe. Er wohnt jetzt mit meinem Bruder bei mir. Ich bin ein Familienmensch geworden. Ich lach mich tot, Familienmensch. Wie geht's denn deiner Mom? Was hat meine Mom mit Familie zu tun? Komm schon, Charlie, wir beide wissen doch genau, dass du nie eine erfolgreiche Beziehung mit einer Frau haben wirst und auch nicht mit mir, bis du deine Beziehung zu deiner Mutter aufgearbeitet hast. Naja, zufälligerweise ist es nämlich so, dass, jetzt wo du es erwähnst, fällt es mir ein, dass ich die Beziehung aufgearbeitet habe. Ach ja? Und wie kommt's? Ach, weißt du, durch Kommunikation, Selbstreflexion, persönliches Wachstum und so ein Quatsch. Und was ich inzwischen zutiefst verinnerlicht habe, sind, alte Werte. Nicht zu fassen, alte Werte? Und das von dem Mann, der meiner Schwester ein Auto angeboten hat, wenn sie mit uns schläft? Es war ein Witz und ich war betrunken. Aber auch das beweist nur meine Sehnsucht nach familiärer Wärme. Okay, das führt doch zu nichts. Lisa, warte, bitte entschuldige. Ich möchte nicht, dass du aus meinem Leben verschwindest. Ich fände es schön, wenn wir Freunde wären. Das fände ich auch schön. Gut. Und wann ist die Hochzeit? Wir wissen es noch nicht. Wenn Beau am Montag aus New York zurückkommt, werden wir es besprechen. Ah, dann bist du allein an Thanksgiving? Ja, wieso? Wir machen was anderes. Men, 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 men.
Was ist denn daran so schwer zu verstehen? Wir werden hier ein Riesenfamilienessen veranstalten. Aha, und wessen Riesenfamilie willst du dazu einladen? Naja, dich, mich, Jake, Mom, den Truthahn, wie in den guten alten Zeiten. Welchen guten alten Zeiten? Das sagt man nur so, häng dich nicht dran auf. Und Lisa kommt vielleicht. Okay, was hast du vor? Ich muss Lisa zeigen, dass ich ein Familienmensch bin. Was gelogen wäre. Das spielt doch keine Rolle. Sie will irgend so einen Blödmann heiraten, bloß weil der sie liebt und will auch noch sesshaft werden. Oh, ich verstehe, du bist der Teufel. Die Sache ist ernst, ich könnte sie für immer verlieren. Wow, das interessiert dich? Ich liebe sie, Alan. Sie ist die Einzige, von der ich mal dachte, ich würde mit ihr in die Verlängerung gehen. Du dachtest, du würdest mit ihr in die Verlängerung gehen? Ich bin gerührt. Und was soll sie tun? Sich bis zum Elfmeterschießen am Spielfeldrand aufwärmen, falls dir in der Verlängerung das Bein abfällt? Also, ich weiß jetzt nicht, wie wir auf Sport gekommen sind. Aber die Sache ist die, mir liegt sehr viel an Lisa und sie muss glauben, dass ich mich ändern kann. Ah, aber das wäre gelogen. Woher willst du das wissen? Vielleicht schaffe ich's ja. Wer weiß, was passiert, wenn ich's wirklich versuche. Es ist dir also ernst damit? Alan, mir schmilzt ein 2 Zentner schwerer Truthahn auf dem Schoß. Was denkst du denn? Okay, okay. Wie kann ich dir helfen? Also, ein Familien-Thanksgiving ohne Kind kommt nicht in Frage. Und deshalb musst du Jake von deiner Frau zurückholen. Einfach so, hä? Huh? Okay, dann gehe ich zu Judith und ich sage, vergiss einfach, dass wir eine Besuchsregelung für Jake haben. Vergiss einfach, dass deine Eltern den weiten Weg hierher fahren, nur um bei ihrem Enkel zu sein. Charlie hätte unseren Sohn gerne als Requisit, um ein hin und wieder aufflackerndes Verhältnis mit einer Frau zu unterhalten, mit der er eventuell in die Verlängerung gehen will. Weißt du was? Ich rede mit dir. Ja. Kommt nicht in Frage. Was ist mit dir? Bist du verrückt geworden? Gut, ich hab's dir vielleicht falsch erklärt. Doch, sehr gut. Du kriegst Jake nicht an Thanksgiving. Nicht nur Jake, ich möchte dich auch einladen. Mit deinen Eltern. Die ganze Familie. Wie in den guten alten Zeiten. In welchen guten alten Zeiten? Wieso nehmt ihr das alles so verdammt wörtlich? Judith, was ist Thanksgiving denn ohne Familie? Und wäre es nicht gut für Jake, mit seiner ganzen Familie zu feiern? Nur darum geht es doch bei Thanksgiving. Um Familie. Und sowas. Ach, ich weiß nicht. Und du brauchtest keinen Finger zu rühren. Ich habe jemanden, der kocht, serviert und spült. Ach ja? Wen? Meine Perle Bertha. Sie ist eine Heilige und sie freut sich schon wie verrückt. Kommt nicht in Frage. Was ist mit Ihnen? Sind Sie verrückt geworden? Kommen Sie schon. Ich arbeite nicht an Feiertagen, Charlie. Bitte. Ich habe auch ein Privatleben. Bitte, bitte. Mein Bruder ist in einem Zeugenschutzprogramm und man hat mich eingeladen, mit ihm an einem geheimen Ort Thanksgiving zu feiern. Ich gebe Ihnen $1,000. Abgemacht. Hey, bestimmt bist du Jake. Ja, das stimmt. Mein lieber Onkel Charlie hat sein Heim für mich und meinen Vater geöffnet, weil wir nirgendwo hin können. Hey, Merry Thanksgiving. Deine Einrichtung gefällt mir gut. Du hast ja alles ausgesucht. Ich weiß, damit du nichts aussuchst. Ich hätte nie zu glauben gewagt, dass du an Thanksgiving mal ein Familienfest veranstalten würdest. Ich hab dir doch gesagt, ich hab mich geändert. Gut, jetzt weißt du es. Nehmen wir uns irgendwo ein Hotelzimmer? Charlie, hör auf damit. Komm, stell mich deiner Familie vor. Gut. Lisa, das ist Judith. Meine frühere Schwägerin, aber immer noch ein Familienmitglied. Hi. Hi. Schön, Sie kennenzulernen. Danke, gleichfalls. Und das sind natürlich Ihre wundervollen Eltern Sherman und Lorraine. Hi. Sheldon und Lenore. Freut mich sehr. Sheldon und Lenore, schön, dass ihr gekommen seid. Na, Shelley, wie gefällt euch Kalifornien? Wir wohnen in Kalifornien. Dann muss es euch sehr gefallen. Hi, Lisa. Schön, dich wiederzusehen. Hi, Alan. Ewig nicht gesehen. Ist das nicht schön? Deshalb kommen wir zusammen. Man trennt sich, man trifft sich, aber am Ende bleibt Liebe, Liebe und Familie, Familie. Vorsicht mit dem Wein, Charlie. Nein, er hat recht. Und Alan, Sheldon und ich wollten dir versichern, obwohl du nicht mehr mit unserer Tochter verheiratet bist, wirst du in unseren Herzen immer unser Sohn sein. Was soll denn das bedeuten, Ma? Das bedeutet, dass wir ihn noch lieben, obwohl du deine Ehe kaputt gemacht hast. Vielen Dank, Dad, dass du mir die Schuld dafür gibst. Das ist Ihre Familie. Suchen wir meine. Hey, Bertha, sehen Sie mal hier. Hi, Bertha.
Oh, Schatz, sag bloß, du bist wieder hier. Lernst du denn niemals dazu? Ich hab dazu gelernt, nur keine Sorge. Das freut mich für dich. Du hast was Besseres verdient. Merk dir bitte, du magst ja zwei Omas haben, aber nur eine von ihnen kann dir dein Medizinstudium bezahlen. Und wenn ich gar kein Arzt werden will? Dann wirst du deiner Oma das Herz brechen, genauso wie dein Vater. Dad ist doch Arzt. Nein, mein Schatz, dein Vater ist Chiropraktiker. Das ist wie ein Masseur, nur ohne Öl. Geh, spiel mit deinen Freunden. Ich bin hier das einzige Kind. Dann überleg dir mal, warum das so ist. Ich will mehr Geld. Hey, Mom. Du kennst doch Lisa noch. Wir haben zusammengelebt. Oh nein, wie leid mir das tut. Hallo, Schatz. Mein Sohn hatte schrecklich viele Freundinnen. Hoffentlich haben sie einen besseren Geschmack als die, die die grässliche Einrichtung ausgesucht hat. Hey, wer muss denn jetzt seine Beziehung zu ihr aufarbeiten? Ist euch vielleicht schon mal in den Sinn gekommen, hinter mir zu stehen, eurer Tochter? Warum sollen wir nicht auch hinter Ellen stehen? Weil ich mich von ihm scheiden lasse, deswegen. Wer hat denn gesagt, dass du dich scheiden lassen sollst? Ich find's ja nett, dass du das alles auf dich nimmst, aber was soll der Schwindel? Das karierte Hemd, der Spießerpullover, der Kinderdarsteller. Nein, nein, das ist wirklich mein Neffe. Ich liebe dich, Charlie, aber du kannst mich nicht umstimmen. Zieh zu mir. Charlie! Nein, ich mein's ernst. Zieh wieder hier ein. Wirklich? Und was dann? Dann werden wir sehen. Wow, eine super Basis für uns zwei. Für welchen Finger ist denn dieses Versprechen gedacht, Charlie? Du weißt, was ich meine. Ich weiß sehr genau, was du meinst. Du willst, dass ich noch ein paar Jahre meines Lebens für eine Beziehung verschwende, von der wir beide wissen, dass sie scheitern wird. Nicht deines Lebens, unseres Lebens. Ich weiß eure Gefühle für mich zu schätzen, aber eins solltet ihr wissen. Ich finde, dass eure Tochter eine Menge Respekt verdient hat. Es gehört viel Mut dazu, sein Leben zu ändern und sich nicht darum zu kümmern, was die anderen denken. Danke, Ellen. Ein wahres Wort. Die Lesben meiner Generation hatten viel zu viel Angst, um sich zu outen. Bedeutet es das, was ich vermute? Du hast ihnen nichts gesagt? Nein, ich hielt es für besser, wenn deine Mutter das übernimmt. Oh, tut mir leid, war das ein Fauxpas? Ja, Mama, wenn du nicht ein einziges Wort ausgehalten hättest. Was habe ich mir nur gedacht? Happy Thanksgiving! Ich bin etwas spät, ich habe nicht gewusst, dass wir eine Party feiern. Hi, ich bin Rose. Hi. Keine Sorge, Charlie und ich hatten zwar Sex, aber jetzt sind wir nur noch Freunde. Wer will Überraschungspastete? Wenn du hier wohnen würdest, dann wäre so etwas wahrscheinlich nicht vorgekommen. Da ist er! Toller Vogel, Bertha. Danke, dass Sie Ihre Familie versetzt haben, um für unsere zu kochen. Rücken Sie mal. Sagen wir jetzt drei um, wofür wir dankbar sind? Oh, darf ich? Ich weiß was. Ich bin dankbar für das Essen hier und dankbar für der Freunde Zier. Ich bin dankbar für meinen weichen Sitz und dankbar für jeden Geistesblitz. Er hat die Treue gebrochen, das Ringlein sprang. Brems dich, Rose. Entschuldigung. Jake, mach du doch weiter. Okay, ich bin dankbar für Mom und Dad und meinen Onkel Charlie, der in den wenigen Monaten meines Hierseins demonstriert hat, dass er zu signifikanten Änderungen fähig ist. Zu dick? Ein wenig. Okay, ich bin dankbar, dass ich den Feiertag mit den Menschen verbringen darf, die ich liebe und die mich lieben. Ja. Und Judith. Ich bin dankbar dafür, dass ich mal sterbe und es euch leid tun wird, dass ihr nicht netter zu mir wart. Und ich bin dankbar, dass unsere Tochter uns wenigstens einen Enkel geschenkt hat, bevor sie...
Ich bin dankbar für meinen Psychiater, der keine Probleme damit hat, mir schwere Antidepressiva zu verordnen. Ich bin dankbar dafür, euch reichen Säcken hier beim Weinen zuhören zu dürfen, während sich meine Familie auf dem Rummelplatz um einen Hotdog streitet. Charlie? Nein, du zuerst. Naja, ich bin dankbar für dich. Und ich hoffe, dass du immer mein Freund sein wirst. Okay, ich bin auch dankbar für dich. Und ich bin dankbar für jeden, der an diesem Feiertag hier ist, um ohne es zu wollen Teilnehmer meiner verzweifelten Scharade zu werden. Amen. Okay, am besten werde ich jetzt mal den Truthahn anschneiden. Oh, ich mach das schon. Nein, für dich, Junge. Nein, setzt euch wieder hin, das mach ich. Nein, ich mach das. Jetzt mach dich nicht. Nein, Mama, man weiß doch, was daraus wird, wenn du so auch immer den Truthahn wolltest. Okay, aufhören, haltet jetzt die Klappe. Mom, her mit dem Messer. Ach, Charlie, spiel dich nicht auf. Du weißt doch gar nicht, wie man einen Truthahn tranchiert. Vielleicht hast du recht, aber ich bin der Haushaltsvorstand und der tranchiert normalerweise den Truthahn. Wieso? Weil du es irgendwann mal im Fernsehen gesehen hast? Ich schwöre dir, du bist genau wie dein Vater. Nein, ich bin nicht genau wie mein Vater. Mein Vater hatte Angst vor dir und ich habe keine... mehr. Wieder was aufgearbeitet. Charlie, jetzt spiel nicht verrückt. Gib mir das Messer und setz dich hin. Komm mir nicht zu nahe. Zu jedem Thanksgiving hast du Dad das Messer weggenommen. Und mit dem Messer auch seine Männlichkeit. Aber mir wirst du sie nicht wegnehmen. Da, siehst du? Er ist tranchiert! 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 Mit meiner Männlichkeit! Ich glaube, ich habe keinen großen Hunger mehr. Verstehe ich. Lisa wird meine Frau. Was sagst du da? Du willst, dass ich deine Frau werde? Ja. Genau. Bei Gelegenheit. Willst du für unterwegs wirklich keinen Truthahn? Nein, vielen Dank. Lädst du mich zu deiner Hochzeit ein? Charlie. Dann ruf mich an, wenn du geschieden wirst. Du bist der Erste auf meiner Liste. Wenn's auch nichts hilft, ich liebe dich wirklich. Das weiß ich doch. Viel Glück. Danke. Die langen Hosen stehen dir super. Danke. Charlie? Wir essen noch. Man. Man, 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 manly man, 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 manly man, 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 manly man, 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 manly man, 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 man